jemand, der auf Allah subhanahu wa ta'ala hofft, auf dem jüngsten Tag, ja, dass er den Koran nicht hört. Denn derjenige, der den Koran hört, liebe Geschwister, einmal sein Herz fliegt, wenn er die Hoffnung auf Paradies hört, zu Allah Azza wa Jal. Und einmal, wenn er den Koran hört, wie Allah Azza wa Jal Jahannam beschreibt und so weiter, dann sein Herz, subhanallah, flieht zu Allah subhanahu wa ta'ala aus Angst vor der Hölle. Einmal ist er glücklich über seine guten Taten. Manchmal hat er Angst über seine schlechten Taten. Einmal weint er, einmal sein Herz, subhanallah, zittert, einmal seine Haut krabbelt. So ist jemand, der mit den Worten Allah subhanahu wa ta'ala unterwegs ist. Wisst ihr, liebe Geschwister, dass der Ratschlag der Kuffar gegenseitig war, hört bloß nicht auf den Koran. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Und die Ungläubigen sagten, hört bloß nicht auf diesen Koran und spricht über ihn Verunglimpfungen, als dass ihr siegen möget. Hört bloß nur nicht auf diesen Koran. Ich habe die Geschichte von Al-Tufayl ibn Amr al-Dawsi erwähnt im Khutbat al-Jumma, wie er Muslim geworden ist und wie die Kuffar von Mekka ihn, subhanallah, ihm Angst gemacht haben, dass er nicht vom Koran hört. Und damit ihr wisst, liebe Geschwister, wie schwierig das ist, yani, wollten die alles tun, halt, um die Menschen zu verhindern. Aber ich sage euch, Allah Azza wa Jal wollte, dass auch diese Mushriki, die so viel Hochmut hatten und wollten von dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen abhalten, Allah hat sie durch den Koran auch demütig gemacht. In dem fünften Jahr von Al-Bi'ta. Fünfte Jahr von Bi'ta, das heißt fünf Jahre nach der Aufberufung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. In diesen Jahren war subhanallah diese Konkurrenz, dieser Kampf zwischen Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Mushrikin in Medina in Höhepunkt. Alle möglichen Arten an Beleidigung und Schmerz und Unterdrückung musste er von ihnen erleben. Wie die Geschichte von Uqba ibn Abi Mu'ayn. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam betet in Kaaba und die sagten untereinander, soll Muhammad sallallahu alaihi wasallam unter uns beten und wir sehen das. In einem anderen Dorf in der Nähe, Sala Jasur, so die Plazenta von einem Kamel, so ein weiblicher Kamel hat ein Kind bekommen. Wer soll da hingehen und bringt uns diesen ganzen Dreck und tut auf dem Kopf des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Und dann ist dieser Uqba ibn Abi Mu'ayn la'natullahi alaihi aufgestanden, ist gerannt hierher gegangen, bringt diese Blut und Dreck und alles von diesem Kamel und er wartet, bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sujud gemacht hat und auf seinen Kopf gelegt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam merkt langsam, wie er stinkt und es wird nass und er traut sich nicht, seinen Kopf aufzuheben, sondern sein ganzer Körper wird so dreckig von sowas. Und Abdullah ibn Abdul Mas'ud und Khabbab ibn al-Arat und noch Bilal waren schwache Leute, sie sehen, was passiert und keiner traut, was zu sagen, traut sich. Bis Fatima radiallahu, die kleine Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie war nicht mal 7 oder 8 Jahre und kommt angerannt und schimpft mit diesen Leuten und hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bereinigt. Und dann steht der Prophet sallallahu alaihi wasallam und sagt, Allahumma alayka bi Umayy ibn Khalaf, wa bi Abi Jahl, wa bi Abi Lahab, wa Uqba ibn Abi Mu'ayt, und hat Dua gegen ein paar von denen gemacht, so dass die Sahaba gesagt haben, bei Allah, ich habe die alle an dem Tag von Badr gesehen, wie sie zu Qalib weggeschmissen wurden. Alle waren Opfer in diesem Tag. Abu Jahl, la'anatullahi alayhi, sagte was? Er sagte, ayu'affiru Muhammad, Hadith in Sahih al-Bukhari und Muslim, soll Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesicht zu Boden bringen in unserer Anwesenheit? Bei Allah. Wallati wal-Uzza, sogar hat er gesagt. Bei der Lat wal-Uzza, zwei Götzen bei denen. Wenn Muhammad kommt, um sein Gesicht auf den Boden zu werfen, dann werde ich mit meinem Fuß auf seinen Nacken treten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam steht im Kaaba, Allahu Akbar betet. Kommt auf Sujud. وجاء أبو جهل يزعم أنه يطأ رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Er hat behauptet, er will den Nacken des Propheten mit seinem Fuß treten. Und plötzlich, der Abu Jahl, nachdem er ihn genährt hat, geht er zurück und drückt mit seinen Händen weg. So. Bis die Leute sagten zu ihm, مَا دَهَكَ يَا أَبَا الْحَكَّمْ. Was ist mit dir los doch? Er sagte, bei Allah, zwischen mir und Muhammad ist wie eine Kluft voller Feuer. Und habe ich Angst. Und ich habe Geflügel gesehen. Der Prophet ﷺ sagte danach, bei Allah, wenn er sich mir genähert hätte, oder wäre, der Engel hätte ihn Stück für Stück zerstückelt. Das war die Situation in diesem fünften Jahr von der Bi'tha des Propheten ﷺ.
Der Prophet sallam, dieser Hadith ist auch authentisch. Ist subhanallah bei Bukhari von Abdullah ibn Abbas in der Erklärung von Surat al-Najm. Ich werde es erwähnen. Der Prophet sallam steht vor Kaaba in Bayt Allah al-Haram und betet Allahu Akbar Fatiha. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. Und sehr wunderbare Verse. Und die Mushrikin mit ihnen, Abu Jahl und so weiter, sie sitzen und gucken auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass deren Herzen und Ohren zuhören und aufmerksam werden. Und die hören, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam liest. Und die wurden am Ende bewältigt, ganz gewaltige Suchen am Ende. Afa min hadha al-hadith ta'jabun wa tadhahkun wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Von diesem Gerät seid ihr bewunderlich und ihr lacht und weint doch nicht? Dann werft euch vor Allah nieder und dient ihm. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht diese Sujud al-Tilawa hier. Und an diesem Moment, alle diese Anwesenden von Mushrikin haben auch Sujud gemacht mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alle haben Sujud gemacht. Und dann, nachdem sie ihren Köpfe aufgehoben haben, haben geleugnet. Ankaru. Warum? Das ist diese Kibr. Das ist diese Hochmut. Aber die Köpfe, die haben zugesagt. Die Herzen waren, subhanallah, geleitet. Aber die Hände, die haben, und den Körper, der hat, yani, subhanallah, geleugnet. Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla über sie, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah, yastakbirun. Sie waren, wenn ihnen La ilaha illallah ausgesprochen wird, sie werden hochmutig. Und Allah sagt auch über die, فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Wahrlich, sie stiften dir keine Lüge zu, sondern die Übeltäter sind hochmutig. يَجْحَدُونَ, die leugnen die Zeichen Allahs. Darüber sagt Abdullah ibn Abbas, radiallahu anh, der Prophet sallallahu hat mit Surat al-Najm gelesen und als er zu Sujud gegangen ist, mit ihm sind die Muslimun und die Mushrikun und die Menschen und die Djinn zu Sujud gegangen. Aber das ist dieser Hochmut, liebe Geschwister. Deswegen, es darf nicht von einem Muslim kommen, dass er den Koran vernachlässigt, dass er den Koran nicht hört. Ansonsten, wir werden nichts anderes tun, außer diesen Aufruf von den Kuffar zu erfüllen. Hört bloß nicht auf den Koran. Wann war das letzte Mal, wo du ein CD vom Koran in deinem Auto hattest? Oder zu Hause Surat al-Baqarah yani, angeschaltet hast und so weiter und so fort. Wie fühlt sich dein Herz, Achi, wenn du betest und der Imam liest und hat ein bisschen lange gezogen? Sagst du, wann wird er endlich mal zu Ende lesen? Oder bist du im Auto oder kommt Fernseher, Koran, mach mal weg? Ist das so dein Herz? Liebe Geschwister, Abdullah ibn Uthman ibn Affan radiallahu anhu sagte, bei Allah, wenn unser Herzen rein wären, wir werden nie genug haben von dem Buch Allahs. مَا شَبِعَتْ قُلُوبُنَا مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا. Wir werden nie satt werden von dem Buch Allahs. Und Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, إِلْتَمِسْ قَلْبَكَ فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنْ. Such dein Herz, untersuche oder forsche nach deinem Herzen in drei Stellen. عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر أي مجالس العلماء وفي ساعة الخلو فإن لم تجد قلبك فيها فسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. Drei sollst du dein Herz suchen. Beim Koran hören. Wie ist dein Herz? Und bei den Sitzungen von den Gelehrten, wo Ilm und Wissen verbreitet wird. Wo ist dein Herz? Bist du anwesend oder bist du einschlafen oder bist du losgehen oder wann ist das hier fertig? Und in den Stunden, wo du einsam bist, allein bist, kein Mensch kennt dich, kein Mensch sieht dich, du bist nur allein, spürst du trotzdem, dass Allah Azza wa Jalla bei dir ist und sieht dich und er weiß, was du denkst, was du tust, hast du Tauba gemacht, hast du Allah gedenkt, hast du geweint oder nicht? In diesen drei Stellen, wenn du dein Herz nicht findest, sagt Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu an, dann bitte Allah Azza wa Jalla, dass er dir ein neues Herz gibt, denn wahrlich, du bist ohne Herz. So ist, liebe Geschwister, der Koran. Auf keinen Fall Koran vernachlässigen beim Hören. Das ist die erste, subhanallah, Art der Vernachlässigung. Die zweite Art der Vernachlässigung ist, dass die Leute weniger Zeit mit dem Koran verbringen beim Lesen. Wie viele Leute lesen den Koran? Ja, das sind, subhanallah, die ganz wenigen. Wobei Allah Azza wa Jalla, man wundert sich, wie kann jemand
auf Allah Azza wa Jalla hoffen und er weiß, was Allah Subhanahu wa Ta'ala tatsächlich vorbereitet hat in Jannah an gute Taten und was ihn erwartet vielleicht in der Hölle und die einzige Währung an dem Tag sind nur gute Taten, nur Hasanat, kein Geld, kein Ruhm, keine Familie, nichts. Wie kann er diese gewaltige Art, um Hasanat zu bekommen, vernachlässigen? Ich werde einige Hadithe erwähnen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sache so hoch geschätzt hat. Der erste Hadith ist subhanallah يعني bei Imam al-Tirmidhi wal Bayhaqi ibn Hibban ibn Mas'ud. An ibn Mas'ud radiyallahu anhu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer ein Wort liest von dem Buch Allahs, Allah schreibt für ihn dafür eine gute Tat. Und jede gute Tat ist mal 10. Ich sage euch nicht, Alif, Lam, Mim ist ein Buchstabe, sondern Alif ist eine Buchstabe. Lam ist eine Buchstabe und Mim ist eine Buchstabe. Alam, Nashrah, Laka, Sadr. Alam, 30 gute Taten. Alif, Lam, Mim, Dhalik, Al-Kitab, Alif, Lam, Mim, 30 gute Taten. Und schau mal in eine Seite, wie viel du Hasanat schaffen würdest, aber vor Internet, vor Fernsehen, vor Satellit, viele Stunden verbracht. Und beim Lesen, schnell, schnell. Wann geht die Sura zu Ende? Subhanallah al-Azim. In einem Hadith nochmal in Sahih Muslim von Abi Umamah radiyallahu anhu sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Iqra'u al-Qur'an, fa'innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi." Lies doch den Koran, denn er kommt am jüngsten Tag als ein Fürsprecher für seine Leute. Das heißt, Allah azza wa jalla sagt: "So ist dieser Mann verdient so und so." Da kommt dieses Koran, was du gelesen hast, und kommt und sagt, ja Allah, der hat doch mich gelesen. Mach doch ein bisschen leichter die Strafe. Oder Allah bestrafe, wie wenn du einen Fürsprecher hast. Jemand, der dir Rücken deckt. Deine Lesung zum Koran. Deswegen der Prophet pflegt das ja auch. Und in dem Sahihain von Bukhari Muslim, von Aisha radiallahu anha, sagte sie auch, derjenige, الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البر. Derjenige, der den Koran liest, und er ist dabei mächtig, gut am Lesen, der ist mit As-Safara Al-Kiram Al-Barra. Das ist eine Art von den Engeln. Seine Stellung ist mit den Engeln. وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ فَلَهُ أَجْرَانَ. Und derjenige, der aber trotzdem den Koran liest, wobei das ihm schwerfällt und er stottert dabei, der hat zwei Belohnungen. Welche zwei Belohnungen? Natürlich die Belohnung von dem Lesen, von jeder Buchstabe und die Belohnung des sich Bemühen für Allah. Das ist eine Art von Dschihad al-Nafs auch noch dabei. Deswegen unterschätze dich nicht, egal wie gut oder schlecht du kannst, lesen. Inshallah, für einen Vers bleibst du eine Stunde, uns ist egal. Denn Allah Azza wa Jalla weiß es zu schätzen, was deine Bemühungen sind. Und Allah und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ja auch in dem Hadith von Abdullah ibn Amr von Imam Ahmed und Tirmidhi und andere, das wird zum Leser des Koran am jüngsten Tag gesagt: "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi ad-dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Lies Koran, ja? Am jüngsten Tag sagt Allah azza wa jalla zu dem Leser oder dem Besitzer vom Koran: "Lies und steig empor und rezitiere, wie du auf Dunya rezitiert hast, denn deine Stelle wird beim letzten Vers, wenn du das du rezitierst." Und die Gelehrten sagen hier, يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ, der Besitzer des Koran ist nicht derjenige, der yani Koran auswendig gelernt hat, sondern es reicht, wenn jemand nur Koran gelesen hat, weil es gibt kein Dalil, was den Leser des Koran hier beschränkt auf den auswendig Lernenden. Sondern jeder, der Koran gelernt hat oder gelesen hat, wird auch so einen Aufruf, inshallah, am jüngsten Tag bekommen. Und das ist ein schöner Hadith, auch in Sahihain von Abi Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنِ الْمُؤْمِنَ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْأُطْرُجَّةِ رِيحُ طَعْمُهَا حُلْ رِيحُهَا حُلٌ وَطَعْمُهَا حُلْ. Das Gleichnis von dem einen Gläubigen, der den Koran liest, ist wie eine Utrudja. Es wird gesagt, das ist eine schöne Frucht. Einige sagen, das ist so wie ein Apfel. Der Gläubige, der den Koran liest, ist gleich wie diese Utrudja. Assalamu alaikum. Die Bayreuther sind da. Ich habe Rückendeckung. Die sind nicht mal Bayreuther, Entschuldigung. Aber egal. Derjenige, der den Koran, der Gläubige, der den Koran liest,
ist wie ein schöner Frucht oder ein Apfel, die riecht sehr gut und ihr Geschmack ist auch lecker. Aber das Gleichnis von dem Gläubigen, der keinen Koran liest, ist wie ein Dattel. Hat zwar keinen Geruch, aber ist trotzdem lecker. So ist der Gläubige bei Allah Azza wa Jal. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن und das Gleichnis von dem Heuchler, der ist sowieso schlecht, aber der liest trotzdem Koran. Das Gleichnis von dem Heuchler, der Koran liest, ist wie eine Raihana. ريحها حلو طيب ولا طعم لها. يعني das Gleichnis von dem Gläubigen, dem Heuchler, der den Koran liest, ist wie ein Raihana, eine Art Blume oder so, die hat zwar einen schönen Geruch, aber ihr Geschmack ist bitter. Und das Gleichnis von dem Heuchler, der auch kein Koran liest, das ist der am schlimmsten, ist wie eine Hanwala, so eine bittere Frucht wie ein, ja, die hat zwar keinen Geruch und die ist noch dazu bitter, liebe Geschwister. Und deswegen möge Allah Azza wa Jal uns zu denjenigen machen, die gläubig sind und auch Koran lesen. Und zu Abschluss von dem Kapitel, wo man, subhanallah, Koran vernachlässigt beim Lesen, sagt der Prophet, Hadith von Sa'in Sahihain von Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, خيركم من تعلم القرآن وعلم. Der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und lehrt, beibringt den anderen. Das ist die beste Stellung. Das heißt, nicht nur für dich lernen und das war's, sondern auch noch anderen beibringen, ist der Beste. Und deswegen, liebe Geschwister, wir sollen unbedingt das pflegen untereinander, als dass Allah Azza wa Jal unsere Stellung in der Umam verbessert. Eine andere Art, einen Koran vernachlässigen, ist Hajr al-Tadabbur. Hajr al-Tadabbur bedeutet, den Koran vernachlässigen beim Nachdenken. Liebe Geschwister, es reicht auch nicht, dass man nur den Koran aufmacht und liest, schnell, die Verse dahinter, ja, Hauptsache so viele Belohnung. Oder viele Leute pflegen einfach nur die Sprache zu lesen, die Buchstaben, damit sie einfach Koran lesen können und das war's. Man soll nicht an dieser Stellung stehen bleiben, sondern man sollte auch nachdenken über den Koran, die Bedeutungen, subhanallah, nachschauen und versuchen zu verstehen. Ein Bayreuther ist da. Gut. Aber der ist gleich wie 1000. Also ist nicht Qaqa ibn Amr al-Tamimi, oder, aber 1000 von den Bayreuther. Also, خير إن شاء الله. نسأل الله يبارك له. هجر التدبر liebe Geschwister, dass man über den Koran nicht nachdenkt. Und deswegen Allah Azza wa Jal, Subhanallah, macht den Aufruf zu den Menschen im Koran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Wollen sie nicht über den Koran nachdenken, oder sind das Schlosser auf die Herzen? Der Koran ist da, um Tadabbur zu machen, um nachzudenken, um versuchen zu verstehen, die Bedeutungen, yani, tief nachzudenken. Und Allah Azza wa Jalla sagt darüber, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَدِيدٌ. Wahrlich, in dem Koran sind das wahre Zeichen für jemanden, der zuhört, der seinen Ohren, ja, so zuspitzt, أو ألقى السمع وهو لمن كان له قلب der ein Herz besitzt oder zugehört hat mit voller Anwesenheit. Das ist yani, und deswegen sagen auch die Gelehrten, Allah Azza wa Jalla, wenn du wirklich versuchst über den Koran nachzudenken und über seine Bedeutung so zu forschen und so weiter, Allah Azza wa Jalla wird dir von seinem Wissen geben, was du nie erwartet hast. Ich habe erwähnt, diese Vortrag habe ich ein bisschen in Bayreuth auch gemacht. Man wundert sich, wenn man die Bücher von den Gelehrten sieht. Ja, von Imam des und des. Der hat 10, 15, 20 Jahre gelebt als Gelehrter, aber seine Bücher, seine